Hallo und herzlich willkommen zum Mats Volleyball Talk Tiebreak. Heute sind unsere Gäste Sophie Treblow, Libera und Trainer Davide Carli. Und ich bin Peter Stein, Mats Sportredakteur. Am Wochenende gab es wieder einen Sieg für den SC Potsdam, der fünfte im siebten Spiel. Trainer Davide Carli, was gibt es zu sagen in der Auswertung zum 3:1 gegen Aufsteiger Erfurt? Die 3 Punkte waren super wichtig für unsere Mannschaft. Jetzt wir sind das gleiche Punkte wie Dresden, vierter Platz in der Tabelle. Und ich würde sagen, das ist ganz gut für uns. Und auch die Leistung für die Mannschaft war gut. Gut, weil alle Spielerinnen haben gespielt und wir haben trotzdem gute Volleyball gebracht im Feld. Das war sehr gut. Sophie, es war auch für dich ein ganz besonderes Spiel, zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an als Libera eingesetzt für Stammlibera Lisa Rühl. Wie war das für dich, dieser Einsatz? Ich habe mich super gefreut, endlich mal wieder spielen zu dürfen und komplett das ganze Spiel zu spielen. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Fans. Und man hat auf dem Feld die Fans gemerkt, wenn man eine gute Aktion hatte, dass sie alle applaudiert haben. Und das hat ungemein gepusht, ja. Es war eine Achterbahnfahrt, es ging hoch und runter. Im zweiten Satz haben wir schon mal 9 Punkte zurückgelegen und den Satz dann noch mit 26, 24 gezogen. Wie erlebt man das als Spielerin auf dem Feld? Ja, einerseits denkt man immer, okay, der nächste Punkt, den machen wir dann und dann ist der nächste Punkt weg, der nächste Punkt weg und dann versucht man halt irgendwas umzustellen, dass wir den Punkt nochmal wiederbekommen, aber es war dann halt irgendwann nicht mehr der Fall und dann haben wir doch mal einen Break gehabt und haben es zurückgekämpft und das pusht auch nochmal wirklich. Also wenn man den Satz gewinnt, dann ist eigentlich der nächste Satz eigentlich sicher. Die Stimmung war sehr gut in der Halle nach dieser Aufholjagd, aber dann kam der dritte Satz. Da ging beim Potsdam fast gar nichts mehr. Trotzdem habt ihr euch zurückgekämpft im vierten und das Spiel gewonnen. Du hast das sicherlich auch gemerkt, das Publikum war auf deiner Seite. Wie empfindet man das, gerade wenn man als junge Spielerin dort steht und dann so einen Rückhalt bekommt von den Fans? Ja, wie schon gesagt, also das hilft auch der Sicherheit selber. Also ich habe dann viel mehr Sicherheit gehabt und dachte, okay, gut, wenn ich jetzt mal einen schlechten Ball habe, dann stehen die Fans trotzdem hinter mir und das merkt man schon so als Person. Und hinterher noch als besonderes Bonbon die MVP-Medaille für dich. Bekommt ihr zu Hause einen Ehrenplatz? Ja, auf jeden Fall. Die liegt ja jetzt auch schon separat von den anderen Medaillen, die ich ja letztes Jahr auch schon bekommen habe, aber das hat mich echt gefreut. War sicherlich ein Meilenstein in deiner erfolgreichen Karriere. Du bist ja auch U20-Nationalspielerin inzwischen. Aber die Volleyball-Liga duldet keine Verschnaufpause. Es geht in dieser Woche hart weiter, eine englische Woche. Wir spielen am Mittwoch in Vilsbiburg und am Samstag in Aachen. Natürlich die Frage zuerst an den Trainer. Unmittelbare Konkurrenten. Vilsbiburg ist Sechster, Aachen Achter. Wie Genau. siehst du die Situation in Ja, diesen beiden Partien? Wilsbiburg ist eine super fitte Mannschaft. Er hat 4 Siege in Folge gemacht und auch zu Hause wirklich sehr stark. Deswegen warten wir wirklich ein große Kämpfe in dieser Halle. Diese Halle ist auch ein bisschen besondere. Es ist immer schwer, spielt so weit weg von zu Hause. Aber ich glaube, letzte Woche wir haben sehr, sehr gut trainiert und gut gearbeitet. Jetzt wir haben wieder heute Vormittag trainiert, heute Nachmittag trainiert und ich glaube, wir sind bereit für dieses Spiel. Natürlich, wir wollen unsere Autos ganz teuer verkaufen in Wiesbibo. Und dann natürlich, wir gehen weiter nach Aachen. Und dann wir gucken nach den Spielen gegen Wiesbibo, wie es gegangen ist. War lange Spiele, kurze Spiele. Wenn wir haben gewonnen, verloren, so muss wir ein bisschen mehr anders. Ein Schritt vor Schritt. Englische Woche ist ja auch immer das Thema Kader. Wie fit sind die Spielerinnen? Du hast am letzten Wochenende im Prinzip alle 12 gebracht, bis auf Lisa Rühl. Wirst du sie auch in Vilsbiburg und Aachen brauchen, unbedingt, was man sagt? Ich brauche auf jeden Fall immer alle Spielerinnen, alle. Sicher, für mich wichtig ist auch für die Niveau im Training, weil auch heute müssen wir trainieren und deswegen unser Niveau muss sehr hoch sein. Aber in die Spiele bis jetzt, wir haben immer alle gebraucht. Jedes Mal, die Leute von Bank sind drin gegangen, haben immer super gut gemacht. Einmal war Sophie, auch zum Beispiel in Sul, hat 3 Jahre in Folge gemacht, war wirklich sehr gut. Auch wenn zum Beispiel letztes Spiel zu Hause gegen Erfurt vor dem Gewinn die zweite Satz, Anne Ossig ist drin gegangen, hat 3 gute Aufschläge gemacht, hat immer viel Präsenz in Abwehr, auch wenn sie ein bisschen weniger gespielt als die anderen, aber war super wichtig für uns. Deswegen für mich alle Spielerinnen sind super wichtig. Das zeigt, der Zusammenhalt in der Truppe ist vorhanden. Vielleicht nochmal die Frage an dich, Sophie, als Spielerin. Wie nimmt man das wahr? So, du hast ja
das auch in den letzten Jahren schon erlebt in der Mannschaft, wie das gut war oder auch weniger gut. Wie siehst du diese Entwicklung in diesem Jahr mit den Spielerinnen? Also jetzt, dadurch, dass ich auch mehr auf dem Feld stehe, fühle ich mich auch mehr integriert in der Mannschaft und im Team. Und ich finde, dieses Team dieses Jahr ist was ganz Besonderes für mich. Und wir sprechen viel miteinander und auch im Spiel merkt man, dass man sich gegenseitig helfen kann. Und super Team, würde ich sagen. Danke, dann viel Erfolg für die harte Woche. Danke.